Copy that. Dich noch. Ah, da ist ja noch einer. Den habe ich ganz vergessen. Burning through ammo fast. In motion. Siehst du nicht, ja? Wort für dich. Solid copy. On the move. Du siehst ihn. Ah, ich hätte Psi-Dingens einsetzen sollen. Macht auch einen Schaden. Egal. Hat nix gemacht. Was ist denn für einer? Moving out. Und finish den jetzt damit. Ich habe das Gefühl, Giruvea hat wieder Mist gebaut. Nichts Schlimmes. Aber er hat vergessen, es dann ganz mitzunehmen. Reloaded. So ein, zwei Plasmawaffen extra. Wäre ja doch ne? Ganz, ganz nett und so. Ja, sicher nichts. HD. Let's get a better view. Und den treffe ich gleich auch nochmal. Und das kann er nicht mehr. Den rückt mal so vor, dass die beiden dich sehen. Rubber's on the road and the kids are in the backseat. Sniper bleibt da drin. Das mit denen jetzt noch einzeln vorrücken. Ich kann mir nerv drauf. Good to go. X-ray spotted. Ah, und aufgeregt. Schade. Ist jetzt ehrlich gesagt unpraktisch. Dann kannst du jetzt einen kleinen wegmachen. He's down. Warten wir aber, bis die kommen. Das heißt, du gehst mal wieder zurück. Will do. Eyes on the prize. Steady, lass den kommen. Du kannst. On the move. Vor. Moving to Overwatch. Roger that. We have eyes on the target. On Overwatch. Okay, den da müssen wir in den Weg kommen. Müsste ich die beiden für triggern? Ist das so schlimm? Also der kann wehtun, ja. Sag mal hallo. Oder auch nicht. Lande mal. Hier so hin. Er könnte sie eventuell einmal durchschießen, wenn er dort rauskommt. Nicht reloaden, Steady. Overwatch, aye aye. We have eyes on the target. Roger that. Scanning. Bin ungeduldig. Ja, es ist ja schön und gut mit so, ne? Aber es war jetzt nur sein Schild, nicht mal ganz. Jetzt. Jo, und Doppelschredder. Das ist denn doch schon okay. Doppel okay. Hält. Das hält.
Da ist noch ein Sektoid, der noch ein Schild generieren könnte. Ja, schreddert ihn weg. Tag geschreddert. Gekillt? Ne. Aber nah genug dran. Dann darf unsere Psionikerin doch mal. Zong. Und wir haben jetzt nur noch den Commander-Trupp da drin. Da ist eine Runde noch Füße stillhalten. Und nächste Runde wecken wir die mit einer schönen Rakete. Oh, komm freiwillig raus. So, sowas sehr entgegenkommend. Dankeschön. Bye bye. X-ray down. Achso, wir wecken sie natürlich mit einer Shredder-Rakete, damit hier nichts kaputt geht. Wobei ich denke, die Power Cell ist eh. Ich und für den allerwertesten. Ich hoffe, das klappt so. Firing Rocket. Wenn man so halb blind schießt, kann man ja nicht sehen, ob die wirklich drin sind. Ja, einer. Oh, it's go time. Sniper zuerst. Nö, schredder ihn zuerst. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Hm. Okay. Da wird er weg. Den da hinten kriegen wir nicht zu fassen. Aye, aye, Commander. Hier ist leider nirgendwo Deckung. Ah, mach du mal. Run and gun. Hunt him down. Genau, hunt him down. Von da aus. Eventuell wird es kein Kill, aber der will es nicht schaffen, eine Runde ihn zu töten. Also ist alles gut. Das wird sowas von Kill, okay. Excellent work. Oh, sehe ich für eine leichte Mission. Genau davon bitte noch mehr für unsere ganzen Missioniker. Also just returned home safely, and they recovered a significant amount of the meld substance for our research. Excellent work. Und ja, alles wieder damaged, zerstört, was auch immer. Schade, schade. Aber der Mech. Oh, warte. Geruwehr wollte nicht, dass ich den hier mache, ne? Ich glaube nicht. Wegen Ethereal, Heavy Floater, Mech-Tweed und überhaupt einmal dann hier auch. Nee, ich glaube, die sollte ich jetzt auslassen. Ich hoffe mal, das war kein Fehler. Ja. Das war jetzt Chassis Valiant. Best protected, nein. Favors survivability or mobility. Emphasis on mobility over the ability to sustain damage. Das war so ein Mittelschnellding. Ja, 80 Meld, also Vindicator, merkt ihr. Mit dem Totenschädel vorne drauf, genau. Die Disc braucht aber noch. Jo, dann jetzt einfach warten und Frankreich sich selbst überlassen. Ja, wobei, komm, 20. Was haben wir denn so für Soldaten über? Oh, Seduction müsste in Tank. Anifos kann mit, damit er Richtung 850 kommt. Cobra kann mit. Tisiphone könnte auch. Ja, das ist. Okay,
andersrum. Warte, Barack. C-Labs. Also, Ad Soldier. Seduction up in Tank. Lern bitte. Das Ding. Sonst haben wir keinen bereit für eine neue Runde im Tank. Richtig. Richtig. Gut. Jetzt hier reingehen. Sin Sky Ranger. Besten Anführer, den wir zur Zeit haben. Shawnee mit dabei. Noch einen zweiten Sniper mit dabei. Und jetzt ruhig ein, zwei Psionika. Also, Anifos. Oh, unseren Bot. Können wir den jetzt schon mitnehmen in der Variante oder hast du dann zu wenig? 22 HP, 12 Rüstung, klingt eigentlich okay. Wenn ich ein bisschen vorsichtig damit umgehe? Nee. Da fehlt auch noch dieses Defense-Ding. Das ist leider flöten gegangen, als der letzte Bot zerstört wurde. War es im Auge schon immer da? Cool aus. Ja, also das Ding, was ihm mehr Defense brachte, je mehr Einheiten er sieht, wurde mit dem letzten Mech zerstört. Das müsste ich vorher nochmal neu bauen. Also gerade, wenn ich ihn mit so einer schlechteren Rüstung durchschicke. Nee, tut mir leid. Du musst noch warten. Auch wenn du cool aussiehst und so ein neues Spielzeug bist, aber du musst warten. Guten Engineer dabei. So, jetzt kommen die kleinen. Cobra kann aber mit als Scout. Und hier war immer noch einer. Und Niger. Weil ein zweiten Rocketeer ist doof, weil wir haben nur einen verbesserten Raketenwerfer. Knifey. Ja, dann kriegen die mal Ausrüstung. So, sind alle ausgerüstet, auch mit Arxron diesmal dabei. Drei oder vier Stück, also Assault, NG und Scout und Anführer. Ja, vier Stück sind verteilt. Die Rüstung sollten soweit auch passen. Er hat das Spandex-Ding da an für die Sonika. Das haut schon hin. Touching down. Wieder ordentlich hinsetzen hier, genau. Francis sending an urgent mission request. The alien craft went down in flames. We've pinpointed its final resting place in a rural area with no significant civilian population. We need to secure that craft and eliminate any survivors. 20 Einheiten. Und zwar echt garstige Einheiten. Aber dafür sind die zwei Sniper dabei. This is Big Sky. We're just north of the crash site. Strike One is in position to engage. Loud and clear, Big Sky. We'll monitor those readings from here. Strike One is authorized to assault the alien craft. Nichts zu sehen. Na gut. Battle scanners up. Schade. Hätte schon ganz gerne am Anfang gesnipert. Dann kommt nächste Runde noch einer nach Westen. Und noch ein Ball. Nee, nicht so hoch. Wegen Insufo reinschießen. Ja, eigentlich sogar noch ein Zacken tiefer. Landest du dann schon? Rakete am Boden. Ja, du landest dann schon. Gut, vielen Dank für die Information. Und bleib gleich da. Roger, tracking. Okay. Affirmative. Aufbrechen. Du bist ein bisschen lahm im Gegensatz zu den anderen. Wahrscheinlich weniger als Granaten, die du dabei hast. Ja, also Cyberdisk, Mech2id, Sectoid Commander, Heavy Floater und Ethereal. Alles dabei. Werf einfach, muss gar nicht erst vorgucken. Dahin.
Big Brother is online. Mist. Komm schon. Also die Karte ist nicht groß. Wir sind nicht im Osten und nicht im Westen. Das heißt, die hocken alle 20 Mann jetzt drin und warten, dass wir kommen. Oder irgendwo im Norden. Aber es ist... Das ist doof, ist das doch. That's affirmative. On my way. Okay. Der Rest sollte auch wieder hier hin. Genau, du geh mal da. Solid copy, Commander. Moving out. Ich kümmere mich drum. Ja, ihr könnt auch vor. Geh mal dahin für eventuellen Mini-Höhenvorteil und an dem Baum hier vorbeischießen können, in das Ufer rein. Der Serial ist in der Mitte. Also der Serial-Trupp ist definitiv in der Mitte. Der Bunker sieht am meisten sein. Aber ich hätte schon gedacht, dass ein, zwei von anderen Trupps draußen so ein bisschen rumwuseln, wie sie es halt gerne tun. Aber dem scheint nicht so zu sein. Heading there now. Aye, aye, Commander. Move into position. Come get some. Moving to Overwatch. I'm on it. Eyes field, Commander. Steady 1. Moving out. Ja, das wird der Serial-Trupp sein. Von dem ich auch schon vorher wusste, wo er war. Die Information bringt mir jetzt gar nichts. Was seid ihr für komische Aliens? Da kommen so eine Muggel sich an. So eine Männchen, die keine Ahnung von nix haben und die ganzen Planeten zerstören mit ihrer Umweltverschmutzung. Und ihr lasst ihr einfach so in euer UFO reinstürmen. Pah. Oder gut, dann gehen wir da jetzt rein, sprengen eine Wand weg, snipern den Assyri mit den Snipern weg und laufen kichern wieder raus, beziehen hier Stellung und warten, bis der Rest kommt. Das ist mein neuer Plan. Position confirmed. Wobei, wartet, da ist besser. Genau, die Wand da wird sterben. Heading to that location. Moving to designated coordinates. Heading out. That's what we're looking for. Ah. Ja, ja, warum nicht? Schön für Leute so hinstellen, dass sie eventuell auch noch aufballern können, wenn die Wand wegfällt. Yes, sir. Ja gut, der ist jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht kann er ja irgendwas machen. Okay. Granate zum Türöffnen oder Rakete zum Türöffnen? Wo ist der Grenadier? Da. Ich denke, Granate ist besser zum Öffnen. Wegen C-Wegspreng-Perk. Es sollte auch für die Wände gelten, dass die überall jetzt Max-Schaden bekommen, als wenn die Granate genau vor ihnen liegen würde. Nicht euer Ernst, oder? Komm schon. Da ist keiner.